Radio 1. Kinoking kompakt. Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es mit dem dritten Teil der Bridget Jones Saga, Bridget Jones Baby. Jetzt mal ehrlich, es ist 5 Jahre her, dass du dich von Mark getrennt hast. Du solltest mal wieder Sex haben. Ding Dong. Ich kann nicht immer wieder dieselben Fehler machen. Ich bin schwanger. Wenn ich stattdessen neue machen kann. Du hast also keine Ahnung, wer von uns der Vater ist. Einer von den beiden Tagen ist doch sicher wahrscheinlicher. Sie sind beide gleich wahrscheinlich. Bringen Sie doch den Vater mit, wenn Sie rausgefunden haben, wer es ist. Liebst du ihn? Das habe ich. Früher mal. Und mich? Das könnte ich. Eines Tages. Renée Zellweger, das ging ja als weltbewegende Nachricht durch die Presse, hat kräftig abgespeckt, aber sie hat leider ganz offensichtlich mit dem Babyspeck eben auch ihren Charme verloren. Ihr Lächeln ist zwar immer noch das gleiche, aber ihre Geschichten funktionieren nicht mehr. Der Charme ist wirklich verflogen. Sie ist jetzt in Torschlusspanik schwanger geworden, weiß nicht so ganz genau, wer der Vater ist. Ist es ihr ewiger Schwarm Mark, gespielt von Colin Firth, oder aber der schmucke Amerikaner Jack, gespielt von Patrick Dempsey? Zwischen diesen beiden Männern muss sie sich irgendwie entscheiden und die Vaterschaft klären. Das führt, diese unoriginelle Ausgangslage, zu einer extrem konservativen, sehr reaktionären Hommage an die klassische altmodische Familie. Glanzlichter kann nur einer in diesem Film setzen, nämlich die wunderbare Emma Thompson als ewig schlecht gelaunte Gynäkologin. Und deshalb bekommt dieser völlig misslungene Bridget Jones Film von mir trotzdem 2 Filmrollen. Eduard Gluck, mein Gehirnforscher. Eduard Gluck. Ich habe ein Problem. Wehr dich doch mal! Ich bin ein Mensch ohne Glauben. Klopfen hat sich erledigt, aber Sie können mir gerne sagen, wer Sie sind. Ich. Hallo, ich. Als ich klein war, habe ich jede Nacht gebetet, dass Gott mir ein Fahrrad schenkt. Und irgendwann wurde mir klar, dass das mit Gott so nicht läuft. Also habe ich mir ein Fahrrad geklaut. Und danach um Vergebung gebetet. Eduard, 18 Tage, Eduard, den lieber Eduard, befummelt meine Frau auf der Straße, Eduard. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist glücklich, Helene. Schreib mir, wenn du es nicht bist. Unser zweiter Film ist eine Romanverfilmung, Gleißendes Glück. Und es ist schon erstaunlich, dass dies der erste Roman der sehr berühmten schottischen Autorin A.L. Kennedy ist, der verfilmt wurde. Dieses Wagnis ging ein deutscher Regisseur, einen Sven Tadigen, und er konnte sich dabei auf 2 herausragende deutsche Schauspieler verlassen, Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Die beiden ergründen in dieser merkwürdigen, auch sehr unheimlichen Liebesgeschichte wirklich alle psychologischen Verästelungen mit großem Feingefühl, mit großer Einfühlung. Sie ist eine einsame Frau, lebt in einer erstarrten, erkalteten Ehe und hat außerdem noch ihren Glauben an Gott verloren. Er wiederum ist ein sehr bekannter Mann, ein Psychologe, der Ratgeber schreibt, aber für sich selbst keinen Rat findet, denn er wird nachts von erotischen Obsessionen heimgesucht. Er ist ein Sklave dieser Leidenschaften. Die beiden kommen zusammen und entwickeln eben diese Liebe, die auch so etwas ist wie ein gemeinsamer Weg, den sie gehen. Sie überschreiten dabei Grenzen, Tabus und erleben eine völlig neue Sicht auch auf das eigene Dasein. Das Ganze hat durchaus Züge einer sadomasochistischen Beziehung, das aber wird von Sven Tadigen sehr diskret und eben auch sehr geschmackssicher inszeniert. Großes Schauspielerkino, Gleißendes Glück, bekommt von mir 4 Filmrollen. Hat er dich angefasst? Nein, mein Vater hat nichts getan. Er ist ein kühler Junge. Zieh mir doch nochmal vom Glasmännchen. Es lebt in den Bergen. Bei einer riesigen Tanne. Man kann Wünsche erfüllen. Glasmännchen? Was wünschst du dir denn? Willst du reich sein wie wir, damit du um die Hand der Tanzkönigin anhalten kannst? Hast du dich verlaufen? Ich kann dir helfen. Manche nennen mich Holländermärchen. Das geht. Das geht sehr gut. Ich kann dich nicht heiraten, Peter. Der Holländer Michel hat sein Herz! Ich will mein Herz zurück.
Anders als Earl Kennedy, die ja zum ersten Mal verfilmt wurde, lieferten die Werke von Wilhelm Hauff schon oft Vorlagen für Filme, nicht zuletzt Das kalte Herz, das bereits zum 9. Mal verfilmt wurde. Die bekannteste Fassung ist ohne Frage die aus dem Jahre 1950, der berühmte Defer-Märchen-Farbfilm. Jetzt hat Regisseur Johannes Naber seine Fassung geschaffen. Er verzichtet, anders als die Defer, vollständig auf Schwarzwald-Folklore, verstärkt allerdings diesen antikapitalistischen Effekt des Märchens, also diesen Einbruch der kalten Geldwelt in die idyllische Romantik. Mit sehr starken Effekten und hervorragenden Schauspielern wie Milan Peschel als Glasmännchen oder Frederik Lau in der Hauptrolle als Peter Munk ist es ihm gelungen, eine sehr behutsame Modernisierung des Märchens zu vollbringen, eine sehr herzhafte Abrechnung mit dem Neoliberalismus unserer Tage. Und die Götter in diesem Film, diese Waldgeister, sehen aus wie Aborigines. Diese Neufassung des Märchens, Das kalte Herz, bekommt von mir 3 Filmrollen. Und dies war es auch schon wieder. Mehr vom Kino immer am Samstag um 12 Uhr mittags auf Radio 1.